Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Dampferzimmer. Muss gleich mal gucken, nicht, dass ich nur irgendwo Soße im Bad habe. Ich habe gerade lecker Bolo. Heute ist was Tolles angekommen und zwar der Golden Greek Perseus. Ist nicht meiner, ich durfte ihn aber bestellen und leite den nach meinem First Impressions Video an den eigentlichen Eigentümer weiter. Kurz vorab, ursprünglich war geplant, dass der Perseus einen deutschen Distributor bekommt und zwar in Berlin sollte es Tante Dampf werden. Der war auch schon im Shop gelistet, man konnte sich schon eintragen lassen und dass man Bescheid kriegt, wenn er verfügbar ist. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Da halten sich beide Seiten ziemlich bedeckt, was da schiefgelaufen ist. Weiß nicht, einmal wird gesagt, das Paket ist weggekommen. Dann sagt man, es sind Kommunikationsprobleme. Dann heißt es, sind nicht alle TPD-Vorschriften erfüllt. Ob das jetzt mit dem Halbjahresaussetzen, ich habe keine Ahnung. Er ist auch aus allen Shops verschwunden, aus sämtlichen Shops. Man kann ihn im Moment nirgendwo sehen oder bestellen. Der hier ist jetzt aus der Pre-Order. Die sind ausgeliefert worden. Was da jetzt genau ist, keine Ahnung. Das ist alles nur Hörensagen. Das sind Gerüchte. Aber ich habe ihn jetzt hier. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf den Tisch. Ich habe heute schon mal in der Firma schon mal zwischendurch schon mal reingelugt. Gefällt mir ganz gut, was ich bis jetzt da gesehen habe. Also, Abmarsch auf den Tisch. Zack, da sind wir auch schon. So, also, da ist er. Hier haben wir einmal das Paket mit dem Verdampfer drin. Und hier ist noch so Zubehörzeug. Nochmal ein Shield, Ersatztank, Ersatzglas und verschiedene Luftpins. Die packe ich mal zur Seite, dass wir uns um das Gerät an sich kümmern. So. Eine schöne schlichte Verpackung. Ja, also ihr könnt ja mal gucken. Mich interessiert die Verpackung jetzt nicht ganz so dolle. Ist halt eine schwarze Pappschachtel. So, eine Anleitung haben wir dabei. Da werde ich gleich mal drüber fliegen, um zu sehen, dass ich nichts falsch mache. Also ich werde jetzt dies heute boah, noch mal langsam. Ich werde auch heute wahrscheinlich den einen oder anderen Schnitt mal drin haben, damit ich zwischendurch mal lesen kann und nicht so einen großen Kack baue, weil ich mich bis jetzt nicht damit beschäftigt habe. Ich habe den einfach kommen lassen. Ich habe irgendwann mal so ein Teaser-Video vom Imeo gesehen und das war's. So, was haben wir hier? Das ist einmal ein Pluspol, der diesen R-Pin nicht hat. Dann haben wir oben nochmal, was ist das? Das ist größer. Ich dachte, das wäre eine Platte. Achso, das ist die Erweiterung. Für den Tank. Da kann man hier oben dann noch mal einen Stahltank draufsetzen. Ich habe nur ein bisschen reingeguckt heute in der Firma. Ganz viele O-Ringe, Schrauben für die Posts. Das war's. Okay. Und da ist er. Was ich jetzt als erstes mache, bevor ich jetzt hier alles auseinanderbaue und dran rumwusel, ich mache jetzt mal kurz Pause, obwohl das können wir auch zusammen machen. Ich hole mir VG dazu und schmiere jetzt mal einmal ganz kurz alle Dichtungen ein. Deshalb habe ich heute in der Firma nicht weitergeguckt. Ist nicht meiner und ich wollte hier die. Herzriss. Jetzt ist hier ein Stift runtergefallen. Boah, meine Herren. Und wollte hier die Dichtung nicht kaputt machen. Deshalb habe ich gesagt, ich gucke jetzt nicht weiter da dran rum. Ist ja nicht meiner, ne? So. Bisschen VG auf den Finger und das schmiere ich jetzt alles ganz schön großzügig ein. Hier oben rum ist auch noch mal was. So, hier. Gleich ist er wahrscheinlich ganz schön vollgesifft. Aber ist aber scharf hier. Naja. Finger sind noch ganz, alles gut. So. Airflow-Ring ab, auch mal einschmieren. Das Teil auseinander, das müsste doch eigentlich. Schraube ich das mal irgendwo drauf.
Ich bin ja nicht vorbereitet. Dann nehme ich gerade meine Alltagsbox, die ich jetzt im Moment immer benutze, und schmeiß den Kuchen runter. So. Das ist drauf. So. Ich glaube, ganz zudrehen und dann kann man es abziehen oder so. Jawohl. Boah. Ich schmier jetzt erstmal alles rein und gucken uns das gleich mal genauer an. Ein bisschen eng hier alles. Jetzt mache ich einfach Weitwinkel an, da habe ich mehr Platz. So, jetzt haben wir schon reingeguckt, ne? Ja, aber beim Ohrringe einschmieren bleibt er, ist das nun mal so. Den hier unten hatte ich den schon? Ja, hatte ich schon, ne? Aber der sieht noch so trocken aus. So. Da ist er. Da ist das Deck. Der Tank. Der sieht man echt. Also, ich bin jetzt nicht so ein Golden Greek Fan. Ich hatte da irgendwie einen Fehlstart oder so. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll. Also. Aber der hier, der gefällt mir so vom ersten Eindruck her ganz gut. Ich check nur noch nicht so ganz, wie das hier mit dem Draufschrauben funktioniert und so. Moment, ich drehe mal fest. So, jetzt drehen, bis das irgendwo hier reinklapsen kann. Da klappst das nicht rein. Hier. Ah, da ist er drin. Oder? Nee. Geht es nicht auf. Ich check's nicht. Fehlt ein Ohrring? Nee. Das sind die. Da sind zwei Stück, die da reingreifen. Müsst ihr dann theoretisch. Ja. Nee, dann kriegt man die Liquid Control nicht auf. Das ist schon mal falsch. Das ist natürlich. So, und hier? Hier geht gar nichts. Stelle ich mich jetzt so schusselig an oder was? Also. Ist das Deck richtig fest? Das ist. Hier geht nur so ein Tick-Tack. Weiter drehen. Tick-Tack. Das gibt's doch nicht. Ach ja. Voll simpel, der Verschluss. Der ist voll super. Entschuldigung. Hier dreht er sich richtig in der richtigen Länge. Aber das ist nicht an der richtigen Stelle hier. Das muss ja dann hier drüben. Ach so. Ich habe nicht toll genug gedrückt. Ich schussel. Ich habe den Airflow-Ring nicht drauf, dann sieht man das auch nicht. Moment, ich mache mal erstmal den Airflow-Ring drauf. Nee. So, der hat so eine Aussparung hier unten. Das ist auch unten. So wie ich das gerade in der Firma kurz gesehen habe. Das heißt also, hier unten ist dann die Aussparung dafür. So, jetzt nochmal. Draufschrauben. Ja, die Liquid Control ist voll auf. Dann dreht man. So wäre sie ganz zu und der Tank ist fest drauf. Dann dreht man sie weiter, dass er auf der anderen Seite schon wieder aufgeht hier unten. Und dann kann man abziehen. So, und beim Zumachen steckt man nur toll genug drauf und geht trotzdem nicht. Nochmal. Ah, jetzt fluppt es wieder. Also, hier ist der Minuspost und hier ist der Geier. So, wenn man das jetzt aufeinander macht, dann funktioniert das, wenn man das richtig schön zusammendrückt. Naja gut, so viel dazu. So, man kann jetzt diese Platte hier oben wegnehmen, weil die ja hier auch schon vorhanden ist.
und kann den Tank verlängern. Hier drin ist nochmal so ein Reduzierstück. Das kann man einfach rauspieksen. Ein bisschen was habe ich ja vorher auch geguckt. Ne? So. Zack. Hier ist dieses Reduzierstück. Da soll irgendwas mit der Luft und lecker schmecken und so und Spitback. Keine Ahnung. Ich werde das einfach mal ausprobieren. So, wieder reingesteckt. Fertig. Wieder draufsetzen. Ja, wenn man es ordentlich zudrückt, dann funktioniert es ganz gut. Und wenn es falsch rum drauf ist, geht das überhaupt? Nö, geht auf beide Richtungen. Also war ich gerade nur zu schusselig. Der ist neu, der muss noch ein bisschen einlaufen. Aber hier geht es nicht ganz auf der Seite. Nee, geht, also auf der Seite geht nur ungefähr die halbe Liquid Control auf. Und auf der anderen Seite geht die komplette auf. Keine Ahnung, ob das extra ist. So, hier oben ist so ein Schnappi-Mechanismus für den Deckel. Mal sehen. Jetzt habe ich natürlich auch alles voll VG an den Finger. Jetzt ist es zu. Die Löcher oben. Die Lichtverhältnisse sind heute nicht so gut, schon abends. Schon dunkel mittlerweile. So, und wenn wir das jetzt hier aufdrehen, dann drehe ich den Tank als erstes. Rutschefinger. Gibt es ja gar nicht. Ach. Draufdrehen, dann kann man befüllen. Abdrehen, ist er zu. Ganz abdrehen, kann man den Deckel abmachen. So, so. Anders als vermutet. Das heißt also ganz zudrehen, dann ist das Ganze hier oben zum Befüllen geöffnet. Wenn man es dann ein Stück zurückdreht, ist es wieder zu. Ist auch irgendwie... Also, ich hätte jetzt gedacht, dass wenn man in die Richtung dreht, wo die Liquid Control geschlossen wird, dass wenn man dann weiter dreht, dass hier oben das dann auch so ist, dass die Löcher offen sind. Das ist aber irgendwie gegenläufig. Das heißt also, man muss den Tank zudrehen, damit oben die Löcher offen sind. Aber die Liquid Control sollte ja möglichst zu sein, wenn man die Löcher aufmacht. Das heißt also, das arbeitet irgendwie gegeneinander, finde ich. Ja, also, Na gut, hier ist ein Drip-Tipp. Ein kleines auf so einer Erhöhung. Ich gucke mal, hier ist ein ganz hässliches, aber das kann man immer nehmen. Ein 510er. Das passt schon mal nicht. Oder der O-Ring ist einfach nur. Moment, mache ich mal ein bisschen Matschi dran. Ne, das kriege ich nicht drauf. Moment. Ich habe hier doch noch ein Dampfwürmchen rumfliegen. Und zur Not ist hier noch eins. Das eine ist gerade runtergefallen. So. Mache ich jetzt mal direkt was an der O-Ringe dran. Das probieren wir jetzt mal hier drauf zu setzen. Das funktioniert einwandfrei. Die Aufnahme matcht ganz gut. Oder warte mal, einen Augenblick, da hole ich nochmal. Ist ja gerade eins runtergefallen. Da wird da bestimmt besser drauf aussehen. Das hat diese Kühlrippe nicht. Ja. Das sieht fast aus, als wäre es dafür gemacht. Ticken lang. Aber das sieht gut aus. So, dann wollen wir jetzt mal anfangen. Schraube ich den mal vom Verdampfer ab. So. Den Verdampfer vom Akkuträger abschrauben. Ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das ist jetzt wirklich nur so ein kleines Schnellschussvideo, dass man mal sieht, wie der aufgebaut ist. Also das ist kein richtiges Review. Ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt. Ich bin nicht hier um Tipps. Also das ist mehr so, um so einen Überblick zu bekommen. Dafür ist das gedacht. Ne? Also da gibt es sicherlich andere Reviews,
die das besser machen, wenn man mal kurz alle Infos haben möchte. Weiß noch nicht, ob ich noch mal sowas nachlege, aber ich wollte ihn eigentlich so schnell wie möglich weiterleiten wieder. Ja, also das mit den Posts finde ich schade, dass die nur auf einer Seite sind. Die Einsparung für die Coil. Den R-Pin kann man auch im Nachhinein noch tauschen. Den muss man nicht nach oben rausziehen. Das ist unten der Pluspol. Wenn man den rausschraubt, kommt das nach unten durch. Das heißt, man kann hier vorher wickeln. Da ist ganz schön viel Platz drin, würde ich mal so sagen. Das sind bestimmt 4,5 mm zwischen. Moment mal, Wickelhilfe. 4 mm mehr. Das sind fast 8 mm hier zwischen. Da ist richtig viel Platz. Ich denke mal, ich baue mal eine 3 mm Coil ein. Dann gucken wir mal weiter. Um jetzt mal zu testen, wie er ist, nehme ich ganz einfach einen Kantaldraht. Moment. Hier oben drin, ich weiß nicht, sieht man das jetzt hier? Probier das mal. Da oben drin, da sind so ein paar Rückstände, glaube ich, drin. Das habe ich gerade in der Firma schon gesehen. Da muss ich mal kurz gucken, ob ich das da rauskriege. Zeber, da. Spritz Alkohol dran und dann mal eben durch die Glocke oben durchwischen und mal sehen, ob es weggeht. Weil bevor ich jetzt wickel und den Tank voll mache und dann da oben noch irgendwas drin ist, dann gucke ich doch lieber vorher mal, ob das weggeht. Es ist jetzt kein Drama, weil es sieht aus wie ein bisschen Dreck da drin. Ja, ist schon weg. Ein bisschen Dreck in der Glocke. Also nichts Wildes. Ja, so sieht es schon besser aus. Jetzt sind nur noch Tierhaare drin. Nein, alles gut. So, 0,32er Kantal nehme ich zum Wickeln, um einfach mal zu gucken, wie er mit einfachem Draht läuft. Das schmeiße ich jetzt einfach mal da rein. Ich weiß noch nicht, ob parallel oder normal. Ich mache das einfach mal normal. Seitenschneider habe ich hier. Was brauche ich da? Eine Schlitzschraubendreher. Hups. War laut jetzt, ne? Nochmal laut. Richtig laut wahrscheinlich. Hm? Schlitzschraubendreher. Ist der gut? Der sieht gut aus. Der ist gut. So, wenn ich jetzt so wickel, wie ich immer wickel. Ich halte die Wickelhilfe in der linken Hand, lege es auf und wickel oben rum. Das heißt also, das wäre genau richtig, wenn die Coil dann nach oben zeigen soll. Aber da die Einlässe sehr weit unten sind, ist das richtig. So, mache ich einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einfach mal so nach Gefühl. Bisschen zusammen, dass es aber noch spaced ist. Dann schmeiße ich das hier mal rein. Die ist zu breit für das Loch, vermute ich. Ein bisschen mehr zusammen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Dann drücke ich gleich zusammen. Also so Einkerbung hat er hier, wo man die Wickelhilfe drauflegen kann. Aber dann sind die Beine in die falsche Richtung. Das passt dann nicht. So ein Rotz, ey. Das heißt also unten rumwickeln. Mache ich einfach nochmal. Wickele ich das Ganze nochmal unten rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann wird das Beinchen schon langsam eng. Ja. So. Ich hoffe, ihr habt was gesehen. Ich habe nicht geguckt, ob ihr gucken könntet. Reinschmeißen hier. Es ist ganz schön viel Platz da drin. Mal gucken, ob er das richtig festhält jetzt.
eigentlich, ja? So. Sieht das kacke aus, Entschuldigung. Das sieht wirklich nicht schön aus hier. Ich bin nur verrutscht. Ich bin gar nicht mehr bei den 3 mm. So. Woran das liegt. Auf dem Wickelsockel hier kann man halt nicht so aufschreiben, schrauben, dass der Airflow-Ring komplett aufliegt. Der ist einfach nur nach unten gerutscht. So, jetzt wollen wir mal gucken, was wir jetzt hier an Widerstand haben. Ich muss dem Omega hier drauf, weil ich habe hier oben die Lampe stehen, die schießt dann hier auf diese Kunststoffunterlage und die bringt so viel Licht darunter, dass er denkt, er wäre schon auf umgedreht und zeigt mir den Widerstand nicht an. 1,35 Ohm. Das probiere ich jetzt einfach mal so aus. Also normal dampfe ich MTL ein bisschen anders, aber das können wir jetzt mal testen. Jetzt nehme ich hier die Decodes Mini. Ja gut, also der Verdampfer ist halt wirklich schön tiny. Der ist wirklich mit den 22 mm schön klein. Ach so, ihr seht wieder nichts. Wahrscheinlich fange ich gleich wieder von vorne an nochmal. Dann gucken wir mal, wie das jetzt hier so klappt. Jetzt hat er mich gebissen. Blutet sogar. Ich biege die hier mal ein bisschen hoch. Das ist der Pluspol. Nicht, dass wir mit dem kleinen Schnupsel da, der mich jetzt gerade gebissen hat, an die Glocke kommen und einen Kurzschluss kriegen. Das ist schön knapp. Jetzt habe ich hier. Ich gucke gerade, aber das müsste passen. Also mit dem 0,32er Draht passt das. Dass er hier auch wirklich klemmt. Aber hier neben der Schraube, die hier runterkommt, daneben, na, das müsste aber reichen. Hier unten drunter ist auch extra so eine kleine Aussparung. Das heißt, wenn man den Draht zur Seite biegt, hat man da kein Problem, dass man an die Glocke kommt. So, was habe ich denn hier? 22 Watt, das ist ein bisschen viel jetzt. Und gesperrt ist er auch noch. Komm. Mach was. So. Erstmal runter. Auf 11 Watt. Mal gucken. Ein bisschen glühen. Eigentlich gar nicht so. Das, was ich normal wickel. Ich glaube, ich probiere gleich nochmal eine andere Wicklung. Die 3 mm, die sind schon echt riesig, finde ich. Ich bin kleinere Kammern gewohnt, aber Imeo ist der Auffassung, dass größere Kammern mehr Geschmack bringen. Habe ich zumindest so verstanden. Mein Englisch ist nicht so gut. So, dann wollen wir doch mal gucken. Watte rein. Schere finden. Ja, die habe ich doch extra raus. Ach, da ist er. Ich lasse das mal ein bisschen länger, kann ich ja immer noch mal kürzer machen. Jetzt nehme ich sie so, wie sie ist und schmeiße die einfach mal in die Taschen hier. Passt schon mal. Die Watteeinführungstasche ist sehr breit, also so von der Breite ist er sehr breit, aber von der Tiefe her ist er recht schmal.
Das sieht doch schon mal so aus, als könnte das klappen. Ich weiß nur noch nicht mit der Wicklung hier. Da ist ein bisschen wenig Drahtmasse. Das sehen wir aber gleich. So, ich gehe das Risiko ein. Ich mache den jetzt vorher nicht sauber weiter. Ich habe nur die Glocke einmal ausgespült und probiere mal, ob er auch so raus aus der Kiste schmeckt. Out of the box. Hier kommt nur Tom Clark Liquids rein. Das war eine Voraussetzung dafür, dass ich das Ding vorab testen durfte. Da wird hinterher nämlich nur Tom Clark drin laufen. Gehe ich ganz stark von aus. Ja, als kleines Dankeschön packe ich mal was anderes dazu. Dass der Gute auch mal was anderes probiert, außer dem Tom Clark. Wobei ich denke, das ist vergebene Mühe. So, jetzt habe ich das alles mal eingematscht hier. Supi. Ich muss mir das gleich nochmal angucken. Hoffentlich klappt das alles so. So, jetzt wieder aufsetzen. Wie rum, ne, ist jetzt die Frage. Also, ich weiß, dass ungefähr in der Position man draufkommt. Und es war die falsche. Boah, das ist schon so ein Ding. Das nervt mich schon ziemlich. Wahrscheinlich gibt es da irgendeinen Trick, aber im Moment finde ich es nur nervig. So, jetzt habe ich Glück, ist nichts im Tank drin. Ich habe es ganz aufgedreht, jetzt sind die beiden Löcher hier oben frei. Jetzt mache ich das originale Drip-Tip drauf, weil das hier wird zu lang sein für diese Flasche hier. Einmal das normale drauf und guck mal, ob das Probleme passt so eben. Mit meinem anderen Drip-Tip würde ich die Flasche wahrscheinlich nur so halb reinkriegen. Aber ich gehe davon aus, dass das auch funktionieren. Ah, die Liquid-Kontrolle ist am Haufen. Die mache ich erstmal zu. Ich weiß ja noch nicht so, wie der funktioniert, wie der läuft. Dann fülle ich das einfach mal auf. Ist das schon voll oder was? Schon voll. So, jetzt muss ich hier losdrehen, um den Deckel zuzumachen. Ist der Deckel zu? Ich habe den Tank aber jetzt gleichzeitig festgehalten, aber nicht genug. Hier sieht man schon so ein bisschen, ist er da drüber gerutscht. Ich drehe jetzt die Liquid Control volle Kanne auf. Nehme ich erstmal mit nach oben. Vielleicht landen wir gleich nochmal auf dem Tisch. Also. Nochmal mit Ganze. So, da seid ihr wieder im Ganzen. Seht es mir nach. Das sollte jetzt. Ich habe jetzt keine lange Vorbereitungszeit. Ich bin einfach froh, dass ich den mal ausprobieren kann, meinen paar bewegten Bildern zeigen kann. Und dann packe ich den gleich ein und der geht direkt morgen weiter zu seinem eigentlichen Eigentümer. Also vom Design her muss ich sagen, gefällt er mir echt gut. Schön klein, 22 mm. Das Tankvolumen ist in der Variante, ich habe keine Ahnung, wie groß das Tankvolumen ist. Ich schätze 2 Milliliter ungefähr. Es gibt aber halt diese Metallerweiterung, die wird dann hier oben drauf kommen. Dann ist halt dementsprechend größer. Da würden dann wahrscheinlich nochmal 3 bis 4 reinpassen. Dann hat man schon ein bisschen mehr Tank, aber dann geht dieses schöne Gedrungene so ein bisschen verloren. Würde ich fast sagen. So, jetzt habe ich gequatscht und gequatscht. Ich habe noch nicht einmal probiert. Jetzt probiere ich mal. Er flasht ordentlich. Also, Flash ist gut. Ich meine, die Watte ist jetzt absolut frisch. Ist nagelneu, ist noch nicht eingelaufen. Hm.
lassen. Ich gebe ihm noch ein bisschen Zeit. Ich mache jetzt Folgendes noch. Ich baue mal ganz kurz einen anderen Pin ein, weil der 1,5er, der hier standardmäßig drin ist, ist mir dann doch ein bisschen zu offen. Dann habe ich hier noch einen 1mm und 1,2er mit dem Zubehör. So, machen wir jetzt erstmal Tank zumachen, abschrauben. Schraubendreher in der richtigen Größe, damit wir nichts verhunzen. Ne? Dann drehe ich einfach mal den Pluspol raus. Das ist ja das Schöne an dem Tank. Man kann da eben kurz an die Airflow-Pins dran, ohne irgendwie den Tank aufzumachen oder irgendwas auseinanderzubauen. So. Welcher ist jetzt welcher hier? Das ist 1,2 und der andere ist noch 1 mm. Die gibt es dann im Zubehör. Ich weiß nicht, ob es die irgendwann gibt, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht nur die Pre-Order war, die da rausgeht, sondern dass es den früher oder später nochmal ganz normal zu bestellen gibt. So. Die Airflow hier außen mit dem Ring, die benutze ich gar nicht. Ich steuere das ausschließlich über den Pin, der da drin ist. So, aufschrauben. Das ist schön. Aufschrauben bis zum Anschlag und die Liquid Control ist sofort geöffnet. So, schon schöner mit dem Zugwiderstand. Jetzt gucke ich mal, dass ich mal ein bisschen mehr Leistung drauf gebe als 11,5 Watt. 15,5. Ja, schmeckt besser. Wird süß. Wird richtig süß. Also schmecken tut er. Ich war gerade so ein bisschen enttäuscht, aber habe ich vergessen. War sehr wenig Leistung eingestellt und ich habe den 1,5er Pin drin gehabt. Jetzt mit dem, ich vermute es ist der 1,2er. Klappt das schon ganz gut. Ja. Was ich gut finde, ist, dass das Drip-Tip hier oben aus POM ist, nicht aus Edelstahl, weil die Reste von der Lippe und irgendwas, was da dran hängt, das sammelt sich immer in dem Edelstahl so an, das kriegt man so schlecht ab und vom POM kann man das einfach schön runterwischen. Das mag ich schon mal sehr. Geschmack ist super. Er flasht schön. Also nicht harsch, wie teilweise der Enduro, wenn man den flashlastig wickelt, der Enduro, dann knüppelt der rein, er japst mal nach Luft. Hier sind jetzt 6 mg Nikotin drin. Mit dem Flash hier kommt da schön was rüber. Schmeckt hervorragend. Er ist sehr leise. Man hört also nur das Knuspern der Wicklung hier drin. Ja, also Fazit. Sofern man das in einer kurzen Zeit, also eine halbe Stunde jetzt oder was, ne? Und von der halben Stunde habe ich 25 Minuten dran rumgedoktert und probiert. Also was mich nervt ist, dass das Aufsetzen des Tankes nur auf einer Seite richtig funktioniert. Dass man bei der anderen Seite die Liquid Control immer nur halb aufkriegt. Kann sein, dass ich dann Fehler mache, aber das ist sowas, was mich jetzt gerade nervt. Was ich auch blöd finde, ist, dass wenn man tanken will, muss man den Deckel so drehen, als würde man den auf den Akkuträger draufschrauben. Ne? Dabei geht aber die Liquid Control auf. Das heißt also, der Deckel und die Liquid Control öffnen in die gleiche Richtung. Das finde ich ein bisschen doof. Das hat man sicherlich, da muss man den Tank aber festhalten und den Deckel extra drehen. Ich weiß nicht, ob man das nicht einfach so gemacht hätte. Drehen, Liquid Control zu, weiter drehen,
Deckel ist auf. Das wäre für mich irgendwie sinniger gewesen. Aber gut, man muss ja auch irgendwie den Tank wieder abkriegen und dafür dreht man. Also irgendein Tod muss man da wahrscheinlich sterben. Aber das finde ich so ein bisschen unglücklich. Das heißt also, erstmal den Tank wieder so, als wollte man ihn vom Akkuträger abschrauben, um die Liquid Control zu schließen, und dann den Deckel, als würde man ihn wieder draufschrauben, um die Löcher oben aufzukriegen. Ist sicherlich machbar, aber die Aussparungen, die hier an der Seite von dem Deckel sind, die sind sehr schön unauffällig, das gefällt mir, aber mit VG-Fingern schlecht zu greifen. Mit normalen wahrscheinlich ganz normal wird das alles super funktionieren. War ein klein bisschen Dreck oben in der Glocke, das ist aber nicht so. Ich habe mir mal einen bestellt, der hat so nach, weiß nicht, ob nach Maschinenöl oder sonst was geschmeckt hat. Da war ich richtig enttäuscht. Das ist jetzt mein zweiter Golden Krieg, den ich ausprobiere. Und im Großen und Ganzen bin ich positiv überrascht. Was ich so ein bisschen schade finde, ist die Ersatzteilverfügbarkeit von den Teilen, von den Verdampfern, das ist immer sehr schwierig. Ich finde, gerade wenn man so lange im Geschäft ist und Verdampfer entwickelt, muss man irgendwo eine Base aufgebaut haben oder so ein Händlernetzwerk, dass man zumindest hier in Deutschland, wo ein ziemlich großer Dampfermarkt und eine große Fangemeinde von Golden Greek meiner Meinung nach ist, dass man da einen festen Anlaufpunkt hat, wo man sagt, pass auf, ich brauche jetzt für irgendeinen alten Golden Greek Verdampfer neues Glas. Und dann bestellt man das in Deutschland und zahlt einen Fünfer Versand. Und so guckt man, ob man das vielleicht in Spanien oder in Griechenland findet und zahlt dann dementsprechend mehr Versand, wenn die Teile denn verfügbar sind. Also das ist so das Manko, was mich eigentlich davon abgehalten hat, den Verdampfer auch selber zu kaufen. Ich will jetzt nicht Golden Greek schlecht reden, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber ich finde, da ist deutlich Luft nach oben. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, ist Luft nach oben. Ich sage das mal ganz nett und neutral. Ich mache jetzt nochmal eins. Ich pull mir mal ganz kurz oben dieses Verjüngungsstückchen raus, weil ich finde, der Geschmack ist okay. Keine Frage, aber nee, ich mache es anders. Ich mache jetzt hier Pause, schmeiße noch mal kurz eine Edelstahlwicklung von mir rein, damit ich so einen Vergleich habe mit gleichen Wicklungen, gleichen Leistungen, was den Geschmack angeht, weil so ist das unfair. Dann habe ich da irgendwo so eine Dot Shell mit 17 Watt und meinem Edelstahl parallel drin, wo das Zeug richtig süß und intensiv schmeckt. Und hier mache ich hier so einen einfachen Kantal 6 Winder rein, dass die jetzt nicht unbedingt in einer Liga spielen, habe ich fast vermutet. Und das ist jetzt die erste Wicklung, die ich reinschmeiße. Also normalerweise guckt man ja auch, welche Wicklung passt am besten zu der Kammer, zu dem Verdampfer, wie schmeckt es am besten. Also er schmeckt gut, aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow, der ist aber super. Also ich schmeiße nochmal ganz kurz eine andere Wicklung rein und dann sage ich da nochmal was zu. So, ich bin gerade dabei, die Coil festzumachen. Also wirklich noch mitten im Gange. Und dabei ist mir aufgefallen, wenn ich an der Wicklung wackel, bewegt sich der Draht hier vorne. Und bei genauerem Hinschauen habe ich dann festgestellt, dass beide Drahtenden, das 0,3er Draht, neben der Schraube her sind. Also, das finde ich jetzt nicht ganz so schick. So. Da. Ist scharf. Ich blute nicht, aber scharf ist er trotzdem. Na, ich komme gleich wieder.
dass wir uns im Ganzen sehen. Ne? Also ich versuche jetzt nochmal die Drahtenden hier festzukriegen, dass die Schraube die trifft. Also bis gleich. Also nicht bis gleich. Bis jetzt. Also zack. So. Die verkabelt, ja. Also mit ein bisschen mehr Leistung. Das habe ich jetzt hier. 17 Watt. 03er Edelstahl parallel. Ungefähr einen halben Ohm. Das ist so der Standard, mit dem ich in der Regel dampfe. Habe ich ihn gerade gedampft und er hat angefangen zu quietschen. Ein leichtes lag an der Reduzierung hier oben im Mundstück. Die habe ich rausgenommen. Ich finde jetzt, wo die Reduzierung draus ist, schmeckt er deutlich besser. Für mich jetzt. Die Süße kommt mehr durch. Ich merke mehr von dem Liquid, also von dem Ganzen. Mit dem drin war es ziemlich herb und wenig süß. Mit dem Teil raus ist es jetzt süßer geworden. Die Herbe ist noch da, die verschwindet nicht, aber das ist komplexer geworden. Und er quietscht nicht mehr. Ich weiß nicht, wie soll ich das sonst sagen? Ich packe das jetzt auch nicht wieder rein und führe es euch vor. Also der hat so ein bisschen gequietscht. Ich vermute durch die starke Hitze und die 17 Watt, dass dann die Spritze oben dran kam. Das ist so wie anfangen zu gurgeln oder zu schlürfen. Das musste raus. Und mit dem Teil wurde auch sehr warm. Ohne das kann die Luft jetzt ein bisschen schneller oben durch. Und schmeckt auch. Da war es wieder. Das ist Bibel. Weiß nicht, ob es an meiner Wicklung liegt. Ich habe jetzt eine 3mm Keule auch wieder gemacht. Ja. Nee, da muss ich immer. Ach Scheiße, ey. Ich will den nicht zerreißen. Also. Ich ziehe halt sehr stramm. Und sobald ich doller ziehe. Wahrscheinlich ist nur ein bisschen Feuchtigkeit irgendwo. Jetzt geht's. Jetzt ist er wieder schön leise. Ich vermute durch diese kleine Luftschraube, wenn sich da irgendwo so ein bisschen Feuchtigkeit drauf sitzt, muss man dann einmal doller ziehen. Und dann geht's wieder. Ja gut, also mein Fazit zu dem Verdampfer ist sehr süß, sehr klein, schmeckt jetzt mit meiner Wicklung echt super, quietscht ab und zu, das wird aber mein Fehler, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das generell bei dem Verdampfer so ist. Und ist halt ein Klassiker, ne? Also Golden Greek, das ist... Auch die Marke, ich mag sowas ja eigentlich. Aber ich glaube, wir werden keine Freunde. Na gut, also das ist jetzt eigentlich auch nur, ihr müsst jetzt nicht drauf hören, was ich hier erzähle. Das ist eigentlich nur, dass ich euch mal zeige, wie das Gerät aufgebaut ist, was es könnte, was es kann, wie auch immer. Müsst ihr euch einfach mal selbst ein Bild von machen. Das ist eigentlich nur, um euch mal einen Einblick zu geben, was das für ein Gerät ist und ob es was für euch ist. Also ihr solltet da schon selbst differenzieren, welcher Punkt ist mir wichtig, welcher ist mir nicht so wichtig, möchte ich den haben oder nicht. Gut, ist ein bisschen chaotisch geworden, wie alle meine First Impression Videos. Aber sei es drum. Ich wünsche euch was und bis demnächst.